Hallo liebe Gartenfreunde, heute geht es um eine Pflanzengattung, die ganz, ganz typisch für den Herbst ist, aber es gibt durchaus auch Exemplare, die im zeitigen Frühjahr blühen. Das bedeutet, mit dieser Gattung kann man eigentlich, das ganze Jahr vom Mai bis in den tiefen Herbst hinein im Garten Blüten haben. Es handelt sich um die Astern. Sie geben einer ganzen Familie ihren Namen, das sind die sogenannten Asteraceen, und die zeichnen sich durch bestimmte Eigenschaften aus, und das erkennt man ganz besonders gut an der Blüte. Wir haben nämlich hier auf der einen Seite die sogenannten Zungenblüten, also diesen Kranz, und in der Mitte sind die Röhrenblüten. Also wir haben nicht nur eine Blüte, sondern einen ganzen Blütenstand hier. Und das ist eine charakteristische Eigenschaft der Asteraceen. Früher nannte man sie auch die Kompositen, also eine zusammengesetzte Blüte. Findet man sehr, sehr häufig in der Natur. Die Asteraceen sind weit verbreitet. Die Astern selber, also die Gattung Astern, kommen in der ersten Linie aus Afrika und Nordamerika. Es gibt aber auch Gattungen, die in Asien und in Nordeuropa, Mitteleuropa beheimatet sind. Standorte besetzen sie eigentlich sehr, sehr viele. Eher im frischen, sonnigen Boden. Die Alpenastern oder die alpinen Astern, Aster alpinus und Aster amellus, die können auch im kalkhaltigen Boden stehen, brauchen wenig Nährstoffe, während die normalen oder die anderen Asternarten alle einen einigermaßen nährstoffversorgten Boden bevorzugen, kommen eigentlich mit relativ wenig Wasser aus, das kann man so sagen. Es gibt auch Arten, die eigentlich auch im Halbschatten sein können, wie zum Beispiel die Waldastern, die brauchen nicht unbedingt so viel Sonne. Sag mal, Rüdiger, zwei Fragen direkt. Wenn von dem Herkunftsgebiet ist natürlich die Frage, sind sie dann frostfest? Und die zweite Frage, ich habe gerade vorne schon eine Biene gefilmt quasi. Wie steht es mit der Insektenfreundlichkeit? Zunächst zur zweiten Frage. Sie sind sehr insektenfreundlich. Zum einen, weil sie ausreichend Pollen spenden, zum anderen aber auch, weil sie eine spätblühende Pflanzengattung sind und damit auch den Bienen als späte Trachtpflanzen dienen und damit wichtig im Trachtkalender sind. Und zum ersten die Frage, ja, sie sind fast alle winterhart. Es gibt einjährige Astern, die Callistephus chinensis, kennt man als Schnittblume, als Sommeraster, aber auch als Topfpflanze. Die sind nur einjährig, aber der allergrößte Anteil ist winterhart und auch gut winterhart, sodass sie eigentlich auch keinen Frostschutz brauchen. Der beste Pflanzzeitpunkt, fangen wir mal im Jahr an, für die Frühblühen, also für die Sommer- und Frühlingsblühenden Astern, das ist das zeitige Frühjahr, während man die Herbstblühenden durchaus im zeitigen Frühjahr, aber auch noch im Herbst pflanzen kann. Wenn sie zu groß werden, kann man sie relativ gut teilen. Vermehren kann man sie ganz einfach durch Teilung. Dafür ist auch der beste Zeitpunkt, das zeitige Frühjahr, einfach die Pflanze herausgraben, mit dem Spaten teilen. Es sollten immer so 2 bis 3 Triebe, Augen pro Pflanze, die man geteilt hat, dann erhalten bleiben. Danach kann man sie wieder einsetzen. Es ist eine hohe Variabilität hier in der Gattung. Wir haben sehr, sehr große Pflanzen, 1 Meter, 1,10 Meter, 1,20 Meter. Es gibt aber auch Sorten, die relativ klein bleiben, bis zu 25, 30 Zentimeter, die sich als Bodendecke eignen. Das bedeutet natürlich auch, die großen Sorten in Solitärstellung oder 1 bis 3 Pflanzen als Gruppe, während man die kleinen in kleinen Gruppen 3 bis 5 Pflanzen oder ganz flächig als Bodendecker pflanzt. Die Aster dumosus, wo haben wir sie? Aster dumosus, die wächst zum Beispiel auch Ausläufer bilden, die bildet also praktisch wie ein Polster und bedeckt damit den ganzen Boden und sorgt somit auch vielleicht ein bisschen für Ruhe und Gleichmäßigkeit im Staudenbeet, kann nichtsdestotrotz natürlich auch ausgegraben und geteilt werden. Ja, im Jahresverlauf fängt es mit der Blüte an bei den Aster alpinus und den Aster amellus. Dann kommen hier die Frühsommerastern Aster tongolensis, die kommen übrigens aus Afrika, einer der wenigen Exemplare, die aus Afrika kommen. Und dann kommen schon die Sommer- und Herbstastern, wie die Aster novae belgii, die Aster novae angelii. Wir haben die Aster ericoides, die Wildformen, Aster cordifolia, Aster ericoides. Die sind dann bis in den, bis in den Oktober, sogar bis in den November hinein, hat man mit diesen Pflanzen Blüte. Also man sollte gucken, dass man die verschiedenen Arten auch sinnvoll
miteinander kombiniert. Bei der Düngung sind die Astern eigentlich relativ genügsam. Aster amellus und Aster alpinus, die können auf richtigen mageren Standorten, sind das so sogenannte Steingartenpflanzen, die auch im Alpinum wachsen können, brauchen eigentlich wenig, dafür aber einen eher kalkhaltigen Boden, während die anderen Arten der Gattung Aster durchaus für ein bisschen Düngung dankbar sind. Das kann man aber auch in Form von Kompost im zeitigen Frühjahr machen, wenn die Wachstumsperiode beginnt. Eine Krankheit, die die Astern ganz gerne bekommen, ist der echte Mehltau, gerade in solchen Jahren wie in diesem. Man kann so ein bisschen mit widerstandsfähigen Sorten arbeiten. Wichtig ist auch, dass die Pflanzen nicht überdüngt sind, dass sie eigentlich lockeren Bestand haben. Und es gibt auch widerstandsfähigere Arten, wie zum Beispiel hier die schon mal zitierte Aster tongolensis oder auch die Wildaster Aster agaratoides. Die sind eigentlich sehr, sehr unempfindlich. Auch Aster macrophylla, die Großblattaster, kriegt eigentlich keinen Mehltau. Ansonsten ist es so ein bisschen graduell. Meistens tritt er aber auch erst im späten Herbst auf, sodass er da nicht mehr so große Probleme macht. Wie alle Stauden würde ich die Astern im Herbst zurück, im zeitigen, nochmal. Wie alle Stauden sollten die Astern im zeitigen Frühjahr zurückgeschnitten werden. Einzige Ausnahme, die sehr früh blühenden wie Aster alpinus und Aster amellus, die kann man auch nach der Blüte zurückschneiden. Dann werden sie überwachsen, treiben vielleicht auch nochmal neu aus. Dafür sind sie dankbar. Aster ist ein weit gezogener Begriff, sage ich mal. Wir haben ja zum Beispiel auch noch die Winterastern oder die Herbstastern. Das sind die Chrysanthemum hortorum, also die Gartenchrysanthemen werden sie auch bezeichnet, die jetzt überall in den Gartencentern stehen. Es sind natürlich Asteraceen, also sie gehören zur Familie der Asternartigen, sind aber botanisch nur entfernt mit unseren Astern, die wir gerade zitiert haben, verwandt. Ja, der herbstliche Garten kommt eigentlich häufig bei der Gestaltung so ein bisschen zu kurz. Und ich finde, mit den Astern, aber auch mit Herbstchrysanthemen, neben zum Beispiel Gräsern, herbstfarbenen Gehölzen oder dergleichen, da kann man den Garten nochmal so richtig für den Herbst aufpimpen. Und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Im Sommer, wenn es so heiß ist, ist man gar nicht so oft im Garten. Und im Herbst kann man, finde ich, den Garten auch nochmal richtig toll genießen. Ja, das ist die Hauptart für die Herbstblüte, Aster novibelgii, bleiben eher kompakt, können so 60 cm hoch werden. Man pflanzt sie in Garten in kleinen Gruppen, 3 bis 5 Pflanzen und sie haben eine lange Blütezeit, etwa 4 Wochen. Das ist die Frühsommeraster, natürlich jetzt keine Blüte, blüht ja im Frühsommer. Die ist eigentlich die erste, die im Jahr blüht, sehr widerstandsfähig, sehr gesund und schön zu kombinieren, auch mit anderen Stauden, weil sie nicht so wahnsinnig hoch wird. Und los. Die beiden Sorten oder Arten kann man leicht verwechseln. Das ist die Glattblattaster, Aster novibelgii, fühlt man schon, die ist relativ glatt, während die Aster novibelgii behaarte Blätter hat. Und damit kann man sie eigentlich ganz gut auseinanderhalten, weil die Blüten sehen ähnlich aus und die Blütezeit ist auch ganz ähnlich, nämlich der September in den Oktober hinein. Zur Abwechslung mal eine Variante für den Halbschatten, die weiße Herbstaster. Zwei verschiedene Myrtenastern, die Sorte Lovely und die Sorte Pink Cloud. Die blühen relativ spät und eine Wildaster, Aster agaratoides, die eigentlich sehr, sehr widerstandsfähig gegen Mehltau ist.